Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch einen Wallbridge-Spot zeigen auf der Karte Mauer der Toten bei Cold War Zombies. Und als allererstes braucht ihr hierfür das Dr. Rutscher Perk mindestens auf Stufe 3, Leute. Als nächstes geht ihr zum Kanalisationszugang, rennt, springt und slidet gegen die Wand und kurz bevor ihr die Wand berührt, drückt ihr auf Pause. Macht Pause wieder weg, Leute. Dann stellt euch hier an diese Wand, drückt auf Pause. Genau wenn ihr Pause wegmacht, müsst ihr ganz schnell springen, also klettern drücken. Und dann klettert ihr hier durch die Wand. Hier könnt ihr euch nun hier unten hinstellen und die ganzen Zombies werden sich jetzt über euch versammeln. Und ich würde euch auf jeden Fall noch empfehlen, holt euch das Perk Eselstritt, weil dann droppen euch die Zombies Munition und ihr könnt hier halt unendlich lange drinnen bleiben und auf Highrounds gehen. Und falls ihr hier wieder raus wollt, dann geht einfach hier lang, also nach rechts außen rum wieder, springt hier über diesen Zaun und ihr seid wieder in der Map drinne. Das war's dann mit dem kurzen Video. Falls euch das Video gefallen hat und ihr mich supporten wollt, dann könnt ihr das machen, indem ihr jetzt ein kostenloses Abo da lässt und fleißig in die Kommentare schreibt, damit wir den Algorithmus ein bisschen pushen. Ansonsten viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!